Hallo, herzlich willkommen auf dem Autorenkanal Weise Geschichten. Viel Spaß beim Anschauen. Beim Anblick seiner Ex-Frau im Restaurant stammelte der Mann: Ich habe dich doch mit nichts zurückgelassen. Doch kaum begriff er, was seine Ex-Frau für ihn vorbereitet hatte. Cam Cano hielt die Begegnung mit Manuel Botella für das größte Glück in ihrem Leben. Aus abergläubischer Angst erzählte sie nicht einmal ihren besten Freundinnen, dass sie eine romantische Beziehung mit einem Mann eingegangen war, den sie fast vergötterte. Als Manuel ihr vorschlug, eine Familie zu gründen, schien es ihr, als würde sie vor lauter Glück gleich in die Luft gehen. Carmen und ihr Verlobter begannen mit den Hochzeitsvorbereitungen und beschlossen, die Feier schlicht und elegant zu gestalten. Sie erwartete immer noch einen Haken und konnte kaum glauben, dass ihr das Schicksal endlich ein Lächeln schenkte. Doch alles lief reibungslos und problemlos ab. Manuel hörte nicht auf, ihr seine Liebe zu gestehen und verhielt sich tadellos. Es war wie ein Märchen und die Braut träumte davon, dass das Glück sie nicht verlassen würde. Erst als Carmen begann, an die Realität zu glauben, fasste sie Mut und lud ihre Freundinnen in das seit langem bevorzugte Café ein. Schließlich musste sie ihr Glück mit den engsten Menschen teilen. Die Nachricht, dass Carmen in 3 Wochen heiraten würde, schockierte ihre Freundinnen, die es sich auf der Sommerterrasse eines kleinen Cafés gemütlich gemacht hatten, zutiefst. Mensch, du bist ja eine Geheimniskrämerin. Er platzte die schlanke Blondine heraus, die wie ein Fotomodell aussah, aber eigentlich in einem Zoogeschäft arbeitete. Wir wussten nicht einmal, dass du jemanden triffst. Und jetzt kommt das wie ein Blitz aus heiterem Himmel. In einem Monat ist deine Hochzeit. Ach, Viola, manchmal kann ich es selbst kaum glauben, entschuldigte sich die Braut verlegen, deren Augen vor Glück funkelten. Manuel und ich waren so im Wirbelwind gefangen, dass ich es nicht geschafft habe, euch einzuweihen. Jetzt wollte ich das aber nachholen und mit euch allen wie früher ausgiebig plaudern. Wenn ihr nichts dagegen habt, möchte ich meinen Junggesellinnen-Abschied organisieren, bevor unsere Flora zu ihrem Verlobten fliegt. Und ich träume davon, dass dieses Fest etwas ganz Besonderes wird und uns allen für immer in Erinnerung bleibt. Das Mädchen mit den kirschroten Haaren lächelte Carmen freundlich an. Danke, dass du an mich denkst. Leider werde ich es nicht zur Hochzeit schaffen, aber wisse, dass ich in Gedanken bei dir sein werde. Hochzeiten sind für mich, wie ihr wisst, schon lange nichts Neues mehr, aber Junggesellinnen-Abschiede mit einem Fotografen werden nicht so oft gefeiert. Carmen widersprach: Flora, ich lade dich doch nicht ein, um Fotos zu machen, sondern um gemeinsam Spaß zu haben. Nach diesem Satz wurde Agatha, deren rotbraunes Haar in 2 hohe Knoten gewickelt war und deren Gesicht von verspielten Locken umrahmt wurde, hellhörig. Sie wischte elegant mit ihrem Finger über den Bildschirm ihres Smartphones und reichte es der neben ihr sitzenden Viola, um ihre Idee mit den Freundinnen zu teilen. Hör zu, ich schlage vor, den Junggesellinnen-Abschied in einem Restaurant auf einem Dach zu feiern. Ich war dort mit Beto und es war atemberaubend. Das Essen ist zwar eher mittelmäßig, aber das Ambiente und die Aussicht sind einfach der Hammer. Flora, als Fotografin solltest du das besonders schätzen. Flora, die in diesem Moment Agathas Smartphone in den Händen hielt, nickte zustimmend und Agatha entschied sich, ihren Vorschlag weiter zu bekräftigen. Na komm schon, Flora, gib zu, dass es einfach eine Wahnsinnslocation ist. Die Aussicht ist unglaublich. Stell dir vor, welche Aufnahmen du mit deiner Kamera machen könntest. Flora reichte das Smartphone der Braut weiter, aber Manuels Idee von einem Junggesellinnen-Abschied auf dem Dach weckte bei Carmen nicht die geringste Begeisterung. Die Aussicht, Agatha, ist wirklich atemberaubend, aber ich finde, ein Dachrestaurant eignet sich eher für romantische Anlässe. Für ein Date oder das Feiern eines Hochzeitstags wäre es ideal. Aber ehrlich gesagt, für einen Junggesellinnen-Abschied wäre das einfach nur öde. Sollen wir etwa gesittet auf dem Dach sitzen, die Stadt bewundern und Prosecco trinken? I murmelte die gekränkte Agatha sarkastisch und nahm ihr Smartphone zurück. Natürlich könnten wir auch in einen Nachtclub gehen. Kalte Cocktails oder Champagner, Jungs, wilde Tänze bis zum Umfallen. Alles gut und schön, aber wenn ich mich recht erinnere, mochtest du solche Orte noch nie, nicht einmal in deiner Jugend. Ich möchte, dass mein Junggesellinnen-Abschied etwas ganz Besonderes wird. Keine Kaffeebesuche und keine Jungs.
Dieser Vorschlag fällt definitiv weg, ey, bestätigte Carmen und fügte hinzu, zumal das riskant wäre. Wenn Manuel von einem wilden Junggesellinnenabschied erfährt, wird es vermutlich keine Hochzeit geben. Er glaubt ohnehin schon, dass mich alle Männer in meiner Umgebung zu interessiert ansehen. Verdammt, Carmelita, das ist ein Grund zur Besorgnis, eh bemerkte Flora besorgt. Wenn ein Mann eifersüchtig ist, wirst du noch viel mit ihm zu kämpfen haben. Das habe ich selbst am eigenen Leib erfahren. Meiner Meinung nach ist sogar ein geiziger Partner besser als jemand mit Othello-Komplex. Mein Eifersüchtiger hat mir eine Ohrfeige gegeben, als ich es wagte, während eines Gesprächs mit einem Kunden am Telefon zu lächeln. Stellt euch das vor! Er saß einfach da und wartete, bis ich fertig war, nur um mir dann eine zu verpassen. Angeblich flirtete ich mit einem anderen Mann. Ich war so verwirrt, dass ich mich tatsächlich rechtfertigte. Ich sagte, dass Freundlichkeit Teil meines Jobs sei. Wer will sich schon von einem unfreundlichen Fotografen fotografieren lassen? Ich versuchte zu erklären, dass mein Gesprächspartner mein Lächeln gar nicht sehen konnte, weil wir nicht über Video kommunizierten. Das hat die Sache nur schlimmer gemacht. Ich hätte gar nicht erst Zeit verschwenden sollen und einfach gehen sollen. Wir haben uns noch einen Monat lang getroffen, aber es machte mich krank, ständig unschuldig schuldig zu sein. Ach, es war so eine große Liebe. Oh Flora, hör auf, Carmelita Angst zu machen, unterbrach Viola die bedrückende Stille. Ihr schwirrt schon der Kopf von all den Hochzeitsvorbereitungen. Außerdem habe ich dir gleich gesagt, dass dein Othello ein Problem ist. Denk doch mal daran, als du ihn uns vorgestellt hast. Man konnte sehen, dass er ein pathologischer Besitzergreifer ist. Übrigens, Carmen, stellst du uns deinen Verlobten vor? Die Braut schüttelte zögernd den Kopf. Wahrscheinlich wird Manuel keine Zeit haben. Er arbeitet gerade besonders hart, um sich später eine Art Sonderurlaub zu gönnen und in die Flitterwochen zu fahren. Na, dann erzähl uns doch wenigstens etwas über ihn, ey, bat Flora. Ich denke, wir können uns selbst ein Bild machen. Agatha, die ihre Enttäuschung über die abgelehnte Idee mit dem Dachrestaurant schnell überwunden hatte, schloss sich der Bitte an. Ja, erzähl uns doch wenigstens kurz, wie du Manuel kennengelernt hast. Was macht er beruflich? Wie stellt ihr euch eure Zukunft vor? Die absichtlich ernste Tonlage, mit der Agatha diesen Satz ausgesprochen hatte, lockerte die Stimmung auf und Carmen begann lachend, ihren Freundinnen die Geschichte ihrer Liebe zu erzählen. Manuel kam zu uns in die Konditorei, um einen Geburtstagskuchen für seine Mutter zu bestellen. Zum Glück für mich war die Managerin damals zu beschäftigt, weil sie gerade mit einem unzufriedenen Kunden verhandeln musste und keine Möglichkeit hatte, das Gespräch einfach abzubrechen. Also wurde ich geschickt, um alle Details zu besprechen. Manuel und ich saßen schließlich fast eine Stunde über der Bestellung. Ich erzählte ihm ausführlich über die Füllungen, Dekorationen und so weiter. Er blätterte durch den Katalog und stellte nebenbei Fragen. Ich hatte sogar das Gefühl, dass eine gewisse Sympathie zwischen uns entstand. Oh, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, Mädels, aber in dem Moment fühlte ich mich, als wäre ich von seinen grauen Augen hypnotisiert. Hätte er mir damals vorgeschlagen, alles stehen und liegen zu lassen und mit ihm zum Nordpol zu gehen, wäre ich ohne Zögern mitgegangen. Ich wäre vor Freude fast ausgeflippt, als er mich beim Unterschreiben der Bestellformuliere bat, ihm meine private Telefonnummer zu geben, zusätzlich zu der Nummer, die schon auf dem Formular stand. Ohne zu zögern, erfüllte ich seinen Wunsch. Ich gebe zu, ich hoffte, dass Manuel mich anrufen würde, aber ich rechnete nicht wirklich damit. Es war offensichtlich, dass wir aus verschiedenen Welten kamen. Natürlich redete ich mir ein, dass es sinnlos sei, auf Manuels Anruf zu hoffen, aber trotzdem wartete ich. Da ich seinen Namen und Nachnamen kannte, fand ich ihn ohne Mühe in den sozialen Netzwerken. Aber sein Konto war privat, also konnte ich nur seine Fotos anschauen, ohne mich zu trauen, eine Freundschaftsanfrage zu senden. Deswegen warst du so traurig und nachdenklich? Du hast auf seinen Anruf gewartet, aber er hat nicht angerufen, er meinte Viola. Flora, die mit ihren himbeerfirbenen Strähnen wippte, sagte selbstbewusst, Mädels, merkt euch eins. Wenn ein Mann euch Komplimente macht,
euch praktisch in sich verliebt und dann verschwindet, liegt es nicht daran, dass ihr nicht gut genug seid. Es ist einfach ein Exemplar, das die primitivsten Verführungstricks anwendet. Laut der Vorstellung dieser Möchtegern-Casanovas sollen wir Mädchen ein bisschen leiden, uns langweilen. Und wenn seine Majestät sich endlich herablässt, wie die Sonne am Himmel aufzutauchen, sollen wir vor Freude dahinschmelzen. Pfui, wie primitiv! Nein, Flora, ihr widersprach die Braut leidenschaftlich. Mein Manuel ist kein solcher Casanova, wie du sie nennst. Es stellte sich später heraus, dass das Bestellformulier beschädigt war. Manuels Mutter war in einem Kurort, sie ist seit Jahren von seinem Vater geschieden und ihr Hund Loco lebte bei Manuel, weil es für ihn unbequem war, von der Wohnung seiner Mutter zur Arbeit zu fahren. Entweder aus Langeweile oder weil das Formular lecker roch, kaute Loco es an, sodass meine Telefonnummer unleserlich wurde. Eine Verkettung von Umständen, keine unfaire Täuschung. Als Manuel den Kuchen abholte, bestand er darauf, dass ich zu ihm in den Verkaufsraum komme. Er erklärte die Situation und schlug vor, meine Nummer direkt in sein Smartphone zu speichern. Am nächsten Tag, oder besser gesagt am Abend, begannen wir, uns zu treffen. Hör mal, Carm, eh begann Viola sanft. Bist du dir sicher, dass du dich nicht zu sehr beeilst? Ein Junggesellenabschied und eine Hochzeit sind natürlich toll. Aber bist du sicher, dass Manuel der Richtige für dich ist? Ich habe das Gefühl, dass ihr euch noch nicht gut genug kennt, um eine Ehe zu planen. Carm schwieg nicht lange und antwortete scharf: Vielleicht nicht. Ich habe nachgerechnet. Vom Zeitpunkt der Anmeldung bis zum Standesamt vergingen 2 Monate und 12 Tage. Es mag nicht viel sein, aber ich habe das Gefühl, Manuel schon mein ganzes Leben lang zu kennen. Vielleicht ist es eine Laune, aber ich bin mir sicher, er ist der Mann für mich. Derjenige, der für mich bestimmt ist. Na gut, wenn das so ist, habe ich keine weiteren Fragen, sagte Viola versöhnlich und hob die Hände, um zu zeigen, dass sie sich der Macht der Liebe ergibt. Noch schlimmer ist es, wenn ein Kerl dich jahrelang hinhält, sagte Flora leidenschaftlich. Er sagt, man müsse sich besser kennenlernen, und am Ende verschwindet dieser Inspektor meistens und hinterlässt nur Bedauern über die verlorene Zeit, im besten Fall. Im schlimmsten Fall lässt er ein Kind zurück, das die Frau, die es nicht zur offiziellen Ehefrau geschafft hat, dann allein großziehen muss. Solche Geschichten waren den Freundinnen, die am Tisch saßen, nur allzu gut bekannt. Violas Neffe war das Ergebnis einer Affäre ihrer Schwester mit einem solchen Inspektor, der sich als verheiratet herausstellte. Wie sehr ihre Mutter geschrien hatte, als alles ans Licht kam. Viola musste deswegen ihre Modelschule abbrechen. Außerdem war es ihr strengstens verboten, sich an einer Schauspielschule zu bewerben, und sie musste schließlich Verkäuferin werden. Flora hatte ein Jahr ihres Lebens mit einem freischaffenden Künstler verbracht, den sie auf einer Ausstellung kennengelernt hatte. Doch dieser in engen Kreisen anerkannte Genie erteilte ihr nach vielen emotionalen Höhen und Tiefen mit, dass sie völlig unterschiedlich seien, winkte zum Abschied und begab sich, wie er sagte, auf die schwierige und gefährliche Suche nach der wahren Liebe. Inzwischen konnte Flora diesen hochtrabenden und ziemlich dummen Satz mit einem Lächeln betrachten, aber damals war sie sehr traurig. Selbst die Fotos aus dieser Zeit erscheinen ihr immer noch düster und trübsinnig. Zum Glück trat Richard in ihr Leben, der in Großbritannien geboren und aufgewachsen war, aber im Geiste genau dort herstammte, wo auch seine Eltern herkamen. Mit ihm hatte sie das Gefühl, wieder fliegen zu können. Diese Beziehung beruhte jedoch weniger auf Gefühlen als auf der Möglichkeit, ihre kreativen Talente zu entfalten. Denn Richards Familie war in die Herausgabe eines berühmten Magazins involviert und wer weiß, vielleicht kann sie durch diese Verbindung ihren großen Durchbruch in der internationalen Fotojournalistik schaffen. Agatha, die angestrengt den Eindruck erweckte, dass sie die seit 2 Jahren in romantischen Dates feststeckende Beziehung nicht stört, dachte daran, wie wichtig Entschlossenheit bei einem Mann doch ist. Leider scheint Betos Lebensmotto zu sein, irgendwie wird sich alles schon regeln, auch ohne mein Zutun. Und das droht damit zu enden, dass sie es einfach leid sein wird, ihm immer wieder subtile Hinweise auf ihren Wunsch zu heiraten zu geben. Die gesprächige Gesellschaft verstummte plötzlich. Diese äußerlich so unterschiedlichen Schönheiten, verbunden durch eine gemeinsame Kindheit im selben Hof und Schullehre,
erinnerten sich mit Bitterkeit an ihre vollständig verbrannten Hoffnungen, die seltsam ähnlich waren. Nach jeder Geschichte mussten sie wie der legendäre Phönix aus der Asche auferstehen und versuchen, weiterzuleben. Auch die Braut schwieg, die in ihrem kurzen Leben bereits eine Menge unermesslichen Leids erlebt hatte. Flora war die Erste, die sich fing und beschloss, das Gespräch zum ursprünglichen Thema zurückzubringen. Sie machte einen Vorschlag. Mädels, es gibt noch eine Möglichkeit, wir könnten eine Hütte in einer Freizeitbasis mieten. Nicht weit von der Stadt entfernt gibt es einen großartigen Ort. Ich habe dort neulich auf einer Hochzeit gearbeitet. Alles ist so schön gestaltet, gleichzeitig im Stil einer Ranch und eines Freizeitparks. Es gibt Pferde, Huskies mit ihren ausdrucksvollen Augen, aber auch andere Tiere, Kaninchen, Pfauen, Ziegen. Die Kunden waren begeistert. Die Natur ist fantastisch. Und die Luft, wenn man sich etwas von den Gehegen entfernt, ist so frisch, dass man sie in Dosen abfüllen und als konzentrierten Sauerstoff verkaufen könnte. Man kann für einen Tag hinfahren oder auch über Nacht bleiben. Es gibt voll ausgestattete Hütten, die mir wirklich gefallen haben. Unserem Ferienlager hätte solch ein Komfort nicht im Traum vorgeschwebt. Die Erinnerungen daran, in Hütten aus etwas Ähnlichem wie Speerholz zu leben, zur Toilette draußen zu laufen, in einer Dusche mit lauwarmem Wasser zu waschen, gestohlene Äpfel zu genießen und auf den Diskotheken zu tanzen, belebten die Freundinnen. Die Aussicht, gemeinsam Zeit in der Natur zu verbringen, gefiel allen ohne Ausnahme. Auch die Braut war zufrieden, denn es schien, dass ihr Junggesellinnen-Abschied wirklich unvergesslich werden würde. Flora zeigte Fotos, die auf der Basis gemacht wurden. Agatha öffnete auf ihrem Smartphone die Website und alle begannen eifrig, die Mietoptionen für die Hütten zu diskutieren. Viola überlegte laut, dass sie sogar ihre Schichten tauschen könnte, um an dem großartigen Junggesellinnen-Abschied teilzunehmen. Über dem Tisch erklang wieder Lachen und verschiedene Kommentare, aber plötzlich ertönte eine schöne romantische Melodie vom Smartphone der Braut. Manuel ruft an, informierte Carmen ihre Freundinnen und sie verstummten. Ja, ich höre dich gut, säuselte die Braut. Ja, Manuel, mir geht es gut. Ja, ich bin mit meinen Freundinnen. Ja, wir sitzen im Café im Zentrum und besprechen den Junggesellinnen-Abschied. Carmen verstummte und hörte ihrem Verlobten zu, dann fragte sie überrascht nach. Was, schon heute? Wirklich? Wie, in anderthalb Stunden? Das ist so unerwartet. Ich habe nicht einmal Zeit, ein Geschenk vorzubereiten. Die ratlose Carmen hielt den Lautsprecher zu und wandte sich hilfesuchend an ihre Freundinnen. Manuels Mutter möchte, dass ich heute zu ihr komme, um sie kennenzulernen. Es ist ihr Namenstag und sie hat beschlossen, dass dieser persönliche Feiertag perfekt für solch ein Ereignis ist. Zumal Manuels Vater nur für ein paar Tage von seiner Geschäftsreise zurückgekehrt ist. Er kann bei der Hochzeit nicht dabei sein, aber brennt darauf, mich kennenzulernen. Fahr hin, riet Viola leise. Sonst könnten die zukünftige Schwiegermutter und der Schwiegervater beleidigt sein. Flora und Agatha nickten, einverstanden mit Viola, und Cam nahm die Finger vom Lautsprecher und sprach weiter mit Manuel. Ja, natürlich. Richte deiner Mutter aus, dass ich auf jeden Fall komme. Sag mir nur, was ich ihr schenken soll. Ein paar Minuten lang hörten Manuels Freundinnen ihr kurzes Ja, verstanden und okay zu. Dann beendete die Braut das Gespräch mit ihrem Verlobten und verkündete: Manuel holt mich in einer halben Stunde im Einkaufszentrum ab, um ein Geschenk für seine Mutter zu kaufen und gleichzeitig auch ein Souvenir für seinen Vater zur Feier unseres Kennenlernens. Mädels, bleibt sitzen und genießt es, ich lasse euch Geld da, damit ihr später zahlen könnt. Wir haben uns doch fast auf das Datum geeinigt, oder? Das nächste Wochenende passt wohl allen? Dann sage ich euch am Freitag Bescheid, wann wir losfahren. Ich denke, es wäre am bequemsten, mit einem Taxi zu fahren. Flora unterbrach die Braut. Also, Carmen, hetz dich nicht. Es sind nur 5 Minuten entspannter Fußweg bis zum Einkaufszentrum, kein Grund zur Eile. Wir bestellen uns jetzt schnell einen Kaffee. Setz dich in Ruhe, ess deinen Fisch auf und trink danach den Kaffee,
um ein wenig Energie zu tanken. Auch wenn wir nur ein Glas Sekt hatten, das zählt ja eigentlich nicht, aber trotzdem sollte der Duft etwas überdeckt werden. Warum sitzt du so starr? ISS, eh wiederholte Flora. Wahrscheinlich hast du bei diesem festlichen Abendessen sowieso keine Zeit zum Essen. Agatha stimmte Flora zu und bemitleidete ihre Freundin. Ja, Carm, ich sage dir aus Erfahrung, das erste Treffen mit der Mutter des geliebten Mannes ist eine echte Herausforderung. Der Bissen bleibt einem im Hals stecken und sogar ein Schluck Wasser geht nur schwer hinunter. Also, Flora hat recht, ISS, trink, damit du genug Kraft für das Kennenlernen hast. Trotz der vernünftigen Ratschläge ihrer Freundinnen beeilte sich Carm, fast am heißen Kaffee verbrennend, zu gehen. Als die Tür hinter ihr zufiel, seufzte Viola. Es wäre so schön, wenn Carmens Verlobter sie gut behandeln würde und sie nicht verletzen würde. Ja, sie verdient es, glücklich zu sein, stimmte Agatha zu. Flora fügte hinzu. Nach Manuels unglaublich schwarzer Lebensfiese muss einfach eine Weiße beginnen, sonst wäre das völlig ungerecht. Viola hob ihre Kaffeetasse und salutierte ihren Freundinnen. Nun halten wir Carm die Daumen und hoffen, dass das Treffen mit den Eltern ihres Verlobten gut verläuft. Flora nahm einen Schluck des köstlichen Getränks und murrte düster. Und trotzdem hat mir das Verhalten von Carmens Verlobtem und seiner Mutter gar nicht gefallen. Hat sie etwa plötzlich erfahren, dass sie Namenstag hat und spontan beschlossen, aus diesem Anlass ein Abendessen zu veranstalten, um die zukünftige Schwiegertochter kennenzulernen? Da stimme ich zu, antwortete Agatha. Es sieht mehr nach einem plötzlichen Test aus. Manuel wusste doch, dass Carmen uns trifft, oder? Wahrscheinlich hat er es seiner Mutter gesagt. Und diese zukünftige Schwiegermutter hat dann beschlossen, einen Wirbel zu veranstalten. So nach dem Motto, mal sehen, in welchem Zustand Carmen nach einem Treffen mit ihren Freundinnen ist. Ganz schön raffiniert. Der Vorwand, die Schwiegertochter einzuladen, klingt zwar plausibel, aber warum konnte sie das nicht im Voraus planen? Dann hätten wir unser Treffen an einem anderen Tag organisiert. Viola nickte zustimmend und fügte hinzu. Am meisten hat mir nicht gefallen, dass Manuel Carmen gezwungen hat, ins Einkaufszentrum zu laufen. Er hätte sie genauso gut hier abholen können. Mit dem Auto wäre das keine Minute gewesen. Ach, was soll man sagen? Es wäre für ihn überhaupt nicht schwierig gewesen, seiner Mutter ein Geschenk und seinem Vater irgendein Getränk zu kaufen, damit Carm sich nicht darum kümmern muss. Sie hätte es dann einfach in ihrem Namen überreicht. Aber nein, er hat anscheinend überhaupt nicht an den Komfort seiner Verlobten gedacht. Na gut, hoffen wir, dass Manuel einfach nur tollpütschig und kein Fiesling ist, fasste Flora zusammen. Und dass seine Eltern unsere Carmen mit offenen Herzen empfangen und nicht mit einem Stein im Bauch, schlug sie einen neuen Kaffeetest vor. Als Ergebnis ihrer Eile kam Carm früher als zur vereinbarten Zeit ihres Verlobten im Einkaufszentrum an. Bis zu dem Moment, als Manuel am verabredeten Ort neben dem Mobilfunkgeschäft erschien, hatte sie bereits Geschenke für seine Eltern gekauft. Sogar an den Hund, wegen dem sie fast 2 Wochen lang gelitten hatte, hatte sie gedacht. Und sie entschied sich, sich nicht über das Warten zu ärgern. Für den Hund ihrer Schwiegermutter brachte sie eine Leckerei aus Rindersehnen mit. Als Manuel seine Verlobte mit der Tüte sah, verstand er sofort, dass sie bereits eingekauft hatte und küsste Carmelita, lobte sie. Oh, du bist ja wirklich schnell, gut gemacht. Na dann, lass uns fahren. Natürlich wird Mama überrascht sein, dass wir früher kommen, aber so kommen wir zumindest nicht zu spät. Nein, Manuel. Wenn es möglich ist, bring mich nach Hause. Ich kann mich doch nicht in diesem nicht gerade vorzeigbaren Outfit deinen Eltern vorstellen. Für mich bist du immer wunderschön, beruhigte Manuel sie mit einem Kompliment und nahm die Taschen von seiner Verlobten. Während er zum Ausgang des Einkaufszentrums ging, versuchte er Carmelita weiter zu überzeugen. Es hat keinen Sinn, sich so sehr Mühe zu geben, um meinen Eltern einen guten Eindruck zu machen. Glaub mir, Mama und besonders Papa kennen sich hervorragend mit Menschen aus. Man kann sie nicht mit schöner Kleidung, Make-up oder gespielter Höflichkeit täuschen. Carm, die neben ihrem Verlobten ging,
begann geduldig zu erklären. Und trotzdem, ich muss nach Hause, um mich umzuziehen. Glaub mir, Manuel, ein Jeanskleid und Sandalen sind kaum geeignet für eine erste Begegnung. Zumal deine Mutter heute Namenstag feiert, es ist schließlich ein Fest. Auch wenn es kein Geburtstag ist, aber wenn sie es für richtig hält, es zu feiern, dann sollte ich mich zumindest ein wenig dem Anlass entsprechend kleiden und nicht in einer legeren Kleidung auftauchen, die eher für Spaziergänge oder Treffen mit Freundinnen geeignet ist. Außerdem verspreche ich, dass ich mich ganz schnell umziehen werde. Carmen sprach den letzten Satz, während sie bereits ihren Sicherheitsgurt anlegte. Manuel startete den Motor und stimmte zu. Na gut. Wir haben sowieso noch genug Zeit, weil du die Geschenke schon besorgt hast. Doch in die Wohnung seiner Verlobten weigerte sich Manuel entschieden zu gehen. Nein, nein und nochmals nein. Carmelita, ich kann mich allein mit dir nicht gut genug beherrschen. Es besteht die Gefahr, dass wir zu spät zu den Namenstagen meiner Mutter kommen. Sie schätzt Pünktlichkeit fast über alles. Carm war natürlich aufgeregt, als sie die Kleidung auswählte, die fast wie ihre Visitenkarte bei der ersten Begegnung mit ihren zukünftigen Schwiegereltern sein würde. Aber da die Zeit begrenzt war, entschied sie sich für ein bequemes Kleid mit einem weiten Rock und Ärmeln bis zu den Ellenbogen. Schnell duschte sie, trocknete ihre Haare und steckte sie zu einem ordentlichen Dutt hoch, dann schminkte sie leicht ihre Augen und Lippen. Als sie sich im Spiegel betrachtete, war Carmen zufrieden mit dem Ergebnis. Sie nahm eine kleine Tasche für Schlüssel und Smartphone und eilte zu ihrem Verlobten. Auf dem Weg fragte Manuel, wie das Treffen mit ihren Freundinnen verlaufen sei. Ihm gefiel es gar nicht, dass Carmen plant, ihren Junggesellinnenabschied in der Natur zu verbringen, vielleicht sogar mit Übernachtung. Und er äußerte unzufrieden. Carm, das erscheint mir ziemlich riskant. 4 schutzlose Mädchen irgendwo in einem Ferienlager, wo die anderen Gäste nicht unbedingt die höflichsten und zuverlässigsten Menschen sein müssen. Wie du willst, aber ich bestehe darauf, dass du diese Idee aufgibst. Mir wäre wohler dabei. Ein Restaurant oder Café wäre eine viel bessere Option. Carm war nicht begeistert von Manuels kategorischer Haltung. Wie sehr sie auch versuchte zu erklären, dass dieses Ferienlager von Familien mit Kindern und respektablen Hochzeitsgesellschaften besucht werde, blieb Manuel hartnäckig. Nein, Carm, für mich ist diese Art eines Junggesellinnen-Ibschieds nicht akzeptabel. Und es wäre sehr unangenehm, wenn du meine Meinung ignorierst. Carm versuchte, das ihrer Meinung nach überzeugendste Argument zu verwenden. Manuel, aber ich mische mich doch auch nicht in die Planung deines Junggesellen-Ibschieds ein, weil ich dir voll und ganz vertraue. Manuel lächelte. Das ist sehr klug von dir. Zumal ich nichts Unanständiges vorhabe. Ich hoffe wirklich, dass du die richtige Entscheidung triffst und den Ort für deinen Junggesellen-Ibschied änderst. Es ist wichtig, Kompromisse zu finden. Wenn ich sage, dass mir etwas wichtig ist, dann ist es wirklich so. Deine Aufgabe ist es, auf meine Meinung zu hören. Wenn es schon in der Hochzeitsplanung unüberbrückbare Differenzen gibt, ist das ein Grund, die Pläne zu ändern. Auch wenn es bis zur Feier nur noch wenig Zeit ist. Leider habe ich das Beispiel meiner Eltern vor Augen. Sie sind unglaublich unterschiedlich. Schon als Jugendlicher konnte ich nicht verstehen, wie sie sich überhaupt ineinander verlieben und heiraten konnten. Zwischen ihnen gab es immer irgendwelche Widersprüche. Obwohl es nie zu Handgreiflichkeiten, zerbrochenem Geschirr oder lautstarken Streitereien kam, war die Atmosphäre im Haus schwer. Weißt du, nach der Scheidung scheinen wir alle glücklicher geworden zu sein. Mama und Papa reden jetzt sogar öfter normal miteinander. Sie gehen nicht mehr mit finsteren Gesichtern aneinander vorbei und machen sich keine Vorwürfe, weder große noch kleine. Paradoxerweise verstehen sie sich seit Papas Umzug in eine andere Stadt viel besser. Sie besprechen jetzt ruhig alle Angelegenheiten und streiten sich überhaupt nicht. Weißt du, warum ich dir das alles erzähle? Carm, ich möchte wirklich, dass du in Grundsatzfragen nicht mit mir streitest. Harmonie und Konfliktfreiheit sind für mich sehr wichtig. Am Ende dieser Rede parkte Manuel das Auto, drehte sich zu Carm um, lächelte sie warm an, streichelte sanft ihre Wange und sagte: Ich bin jedoch überzeugt,
dass unsere Liebe alle Hindernisse und Verständigungsprobleme überwinden kann. Stimmt's? Ja-E konnte Carmen nur flüsternd antworten. Manuel strahlte und schlug vor. Na dann, lass uns meine Eltern kennenlernen, Liebling. Manuel stützte Carmelita fürsorglich, als sie über die Schwelle der Eingangstür stolperte und drückte leicht ihren Ellenbogen. Mach dir keine Sorgen. Ich bin sicher, du wirst allen gefallen. Carmen atmete tief ein, dann langsam aus und trat nun fast ruhig vor das elegante Paar. Manuel stellte seine Verlobte seinen Eltern vor. Das ist meine Carmen. Ich bin sicher, ihr werdet viele gemeinsame Gesprächsthemen finden und Freunde werden. Sehr erfreut, trat Manuels Mutter einen Schritt vor, als ob sie das Mädchen umarmen wollte, aber stattdessen sagte sie nur mit einer angenehmen, weichen Stimme. Willkommen. Nur für den Fall, mein Name ist Dolores Botella und das ist mein Ex-Mann und ein sehr guter Mensch, Bernardo Botella. Carmen, ist es in Ordnung, wenn ich dich gleich von Anfang an locker anspreche? Nachdem Manuels Verlobte genickt hatte, fuhr die Frau fort. Bei uns geht heute alles ganz ungezwungen zu, ein Familienabend für die engsten Menschen. Und ich hoffe sehr, dass du bald zu diesem Kreis gehören wirst. Du kannst mich einfach Dolores nennen. Sehr erfreut, sie kennenzulernen, lächelte Carmen den Eltern ihres Verlobten zu und überreichte die Taschen mit den Geschenken. Senor Botella nahm das Souvenir entgegen und lobte die junge Frau für ihre gute Auswahl, während Senora Botella sowohl ihren Sohn als auch seine Verlobte sanft tadelte. Aber das war doch nicht nötig. Namenstag ist schließlich nicht dasselbe wie ein Geburtstag. Aber es freut mich trotzdem sehr. Aus dem hinter der Küchentür geschlossenen Raum war ein hysterisches Hundejaulen zu hören und die Gastgeberin lächelte. Das ist Loco, der sich darüber beschwert, dass er eingesperrt wurde. Carmen, hast du etwas dagegen, wenn Haustiere frei in der Wohnung herumlaufen? Carmen, beeindruckt von dieser Rücksichtnahme, antwortete freudig. Nein, Senora Botella, ganz im Gegenteil. Ich habe immer von einem Hund geträumt, aber es hat nie geklappt. Ich freue mich darauf, Ihren Hund kennenzulernen. Übrigens hat man mir im Tierläden gesagt, dass dieses Leckerli. Carmen überreichte der Mutter ihres Verlobten eine Tüte, bei vielen Hunden sehr beliebt ist. Ich hoffe, es wird Loco schmecken. Das ist wirklich lieb von dir. Die Frau lächelte und nahm das Leckerli entgegen, dann bat sie ihren Sohn. Mano, lass den Hund heraus. Er soll die neue Bekanntschaft begrüßen, wenn sie nichts dagegen hat. Loco war ein hübscher kleiner Hund, ohne Fell am Körper, aber mit langen Haaren an den Ohren und am Schwanz. Senora Botella prahlte liebevoll. Eigentlich ist er von einer edlen Rasse ein chinesischer Schopfhund. Sein voller Name klingt ein wenig hochtrabend, unübertrafenes Meisterwerk unter dem Himmel. Was hältst du davon? Doch sehr schnell wurde sein Name zu Loco verkürzt, weil er es schafft, ständig zwischen den Füßen herumzuwuseln. Senor Botella hob scherzhaft die Hand, als wäre er ein Schüler in der Schule, und sagte, nachdem er den Blick seiner Ex-Frau aufgefangen hatte. Entschuldige, aber wenn Jeanne anfängt, über ihren Liebling zu erzählen, werden wir wohl nie am Tisch sitzen. Sie vergöttert ihn. Hätte sie mich nur halb so warmherzig behandelt wie ihn, wären wir vielleicht immer noch verheiratet. Die Frau lachte melodisch und stimmte ihrem Ex-Mann zu. In der Tat, lasst uns zu Tisch gehen. Carmen spürte, dass die eigentliche Herausforderung des Abends noch bevorstand. Aber das scharfe Gefühl der Unruhe ließ allmählich nach. Sie aß alles, was die Gastgeberin ihr anbot, und wartete mit klopfendem Herzen auf die Fragen. Doch die Gespräche drehten sich um organisatorische Fragen zur Hochzeit und harmlose Themen wie das Wetter. Erst als Manuel und sein Vater gemeinsam Tee, Tassen und gekaufte Gebäckstücke auf den Tisch brachten, begann die Geburtstagskind sanft mit dem eigentlichen Thema. Wahrscheinlich, Carmen, hast du in deiner Konditorei schmackhaftere Leckereien? Aber ich wollte dich nicht belasten und habe das gekauft, was mir in einer renommierten Abteilung empfohlen wurde. Übrigens, Manuel ist ein verschlossener Mensch und wir haben fast nichts über dich von ihm erfahren. Nur, dass du ihm geholfen hast,
die Bestellung für die Geburtstagstorte aufzugeben. Und ich gestehe ehrlich, ich brenne vor Neugier. Also, erzähl uns bitte mehr über dich. Alles, was du für notwendig und wichtig hältst. Cam schluckte den plötzlich aufsteigenden Kloß im Hals herunter und begann zu erzählen. Ich fürchte, ich habe nichts Interessantes zu berichten. Ich lebe allein in der Wohnung meiner Eltern, die vor 7 Jahren gestorben sind. Gerade hatte ich die Schule abgeschlossen und war an der Uni eingeschrieben, aber ich konnte dort nicht studieren, weil ich in einem schrecklichen Zustand war. Wenn nicht meine Freundinnen mich unterstützt hätten, weiß ich nicht, was aus mir geworden wäre. Viola, Agatha und Flora blieben abwechselnd bei mir über Nacht. Sie sprachen mit mir, lenkten mich von düsteren Gedanken ab und zwangen mich, aufzuräumen und mich um mich selbst zu kümmern. Flora drängte mich buchstäblich, durch ihre Mutter, die an einem College für Lebensmittelindustrie unterrichtet, in diese Schule zu gehen, damit ich unter ständiger Aufsicht war. Anfangs war mir alles egal, ich lebte wie in einem Albtraum. Aber dann bin ich wirklich in den Beruf hineingewachsen. Tante Nelly, Floras Mutter, betreute mich auch nach dem Abschluss. Sie empfahl mich für die Konditorei, in der ich jetzt arbeite. In meiner Freizeit versuche ich zu lesen und durch die Stadt zu spazieren. Das ist im Grunde mein ganzes Leben in einer kurzen Erzählung. Ich weiß gar nicht, welche Worte ich finden soll, Cam, meldete sich Senora Botella als Erste. Mein herzliches Beileid und ich hoffe, dass das Schlimmste, was passieren konnte, nun hinter dir liegt. Cam bedankte sich bei der Gastgeberin und wollte nicht die Feier mit düsteren Gedanken verderben. Also lenkte sie das Gespräch auf Loco, der passend begonnen hatte, komisch auf sein Leckerli zu knurren. Die Atmosphäre wurde wieder angenehm, aber Cam fühlte sich emotional ausgelaugt. Es fiel ihr immer noch schwer, laut darüber zu sprechen, dass sie eine Waise war und die vergehenden Jahre hatten den Schmerz des Verlustes nicht gelindert. Dennoch hatte Manuel nun die Chance, eine Familie zu gründen und sie hoffte, wie auch ihre zukünftige Schwiegermutter, auf das Beste. Natürlich war sie ein wenig verunsichert, dass Manuel so scharf auf die Wahl des Ortes für den Junggesellinnenabschied reagierte. Aber um des gegenseitigen Verständnisses willen war die Braut bereit, ihre Pläne zu ändern. Hauptsache, ihr Geliebter war zufrieden. Als Manuel Cam nach Hause brachte, teilte er ihr seine Gedanken mit. Es war einfach wunderbar. Ich habe bemerkt, dass du meiner Mutter sehr gefallen hast und mein Vater war von dir einfach bezaubert. Aber ich habe auch nichts anderes erwartet. Du bist einfach ein Wunder. Trotz der großen Erschöpfung war Cam zufrieden mit dem Kennenlernen der Eltern ihres Verlobten. Sie schlief mit einem Lächeln auf den Lippen ein. Jetzt war sie sich sicher, dass zwischen ihr und Manuel alles wunderbar laufen würde. Doch Flora, die Cam am Morgen anrief, um ihr die Änderung des Ortes für den Junggesellinnenabschied mitzuteilen, ließ sie ein wenig an der Harmonie und Unbeschwertheit ihrer Beziehung zum zukünftigen Ehemann zweifeln. Hör mal, Cam, mir gefällt überhaupt nicht, wie dein Manuel auf einen völlig akzeptablen Ferienort reagiert hat. Wenn er sich jetzt schon so verhält, wird es nur noch schlimmer. Pass auf, er wird dir am Ende noch den Kontakt zu uns verbieten, um dich vor schlechten Einflüssen oder Ähnlichem zu schützen. Flora, ich glaube, du liegst falsch. Manuel sorgt sich nur um mich. Also, wir verlegen den Junggesellinnenabschied in ein nettes schwimmendes Restaurant an der Uferpromenade. Flora schnaubte und witzelte. Ja, erzähl das bloß nicht deinem Bräutigam, sonst wird er diesen verruchten Ort sicher ablehnen. Flora, warum verdirbst du mir die Laune? Ich protestierte Cam, fügte dann aber nach ein paar Sekunden hinzu, obwohl du eigentlich recht hast. Wahrscheinlich ist das Klientel dort wirklich nicht allzu seriös und sicher. Also treffe ich eine entschlossene Entscheidung, wir werden es so machen, wie Agatha vorgeschlagen hat. Wir sitzen gesittet und nobel in einem Restaurant auf dem Dach. Die genaue Zeit werde ich per SMS mitteilen. S.O. Tschüss. Ich muss noch Agatha und Viola anrufen. Cam spürte, dass ihre Gesprächspartnerin beim Abschied lächelte, was ihre Stimmung aufhellte. Zur vereinbarten Zeit versammelten sich die Freundinnen zu einem Junggesellinnenabschied. Und obwohl Cam ursprünglich von etwas völlig anderem geträumt hatte, verlief alles wunderbar.
Flora machte exquisite Fotos. Agatha war froh, dass die Braut ihre Idee gewählt hatte. Viola amüsierte sich einfach, während sie ihre Freundinnen beobachtete. Cam war glücklich und ahnte nicht, dass sie nach der Hochzeit nicht das ruhigste Leben erwarten würde. Vielleicht konnte man nur die ersten Flitterwochen mit Manuel als wirklich friedlich bezeichnen, aber danach lief alles schief. Ihr rechtmäßiger Ehemann schlug kurz nach ihrer Rückkehr aus den Flitterwochen vor. Natascha, wie wäre es, wenn wir uns eine größere Wohnung näher am Zentrum kaufen? Früher oder später müssen wir uns um Kinder kümmern, aber dafür gibt es in deiner Einzimmerwohnung, in der wir jetzt wohnen, und auch in meiner Studiowohnung keine optimalen Bedingungen. Natürlich könnten wir uns behelfen und irgendwie zurechtkommen. Aber das wäre alles nur ein Kompromiss. Meiner Meinung nach sollten wir alles im Wohaus mit maximalem Komfort planen. Ich bin bereit, meine Wohnung zu verkaufen, aber das Geld wird wahrscheinlich nicht für eine ordentliche Wohnung reichen. Einen Kredit oder eine Hypothek möchte ich uns nicht aufhalsen. Auf Manuels Gesicht spiegelte sich Zweifel. Als Manuel das bemerkte, begann er, seine Frau zu küssen und dabei zu sagen: Süße, warum bist du so angespannt? Wenn dir die Idee nicht gefällt, höre ich mir gerne deinen Vorschlag an. Stell dir doch mal vor, wie toll es wäre, im Stadtzentrum zu leben. Ich hätte einen kurzen Weg zur Arbeit und dich, da bin ich mir sicher, würde jedes Restaurant in der Fußgängerzone gerne einstellen. Verstehst du, Manuel, ich hänge emotional an meiner Wohnung. Hier habe ich das Gefühl, dass die Wände und Gegenstände noch die Erinnerungen meiner Eltern bewahren. Vielleicht ist das naiv. Vielleicht sogar dumm. Aber so fühle ich mich. Cam begann, die Nase hochzuziehen, und Manuel, der seine junge Frau fest umarmte, versuchte, sie zu trösten. Warum weinst du, Lita? Ich zwinge dich doch nicht, ich mache nur einen Vorschlag. Ich habe nur einen Plan zur Erweiterung unseres Familienlebensraums dargelegt, aber du hast das, wie ich denke, falsch verstanden. Ich wollte es nur gut für uns, und jetzt sind deine Augen schon voller Tränen. Bitte, wein nicht. Im schlimmsten Fall machen wir hier eine Umstellung, damit wir genug Platz haben. Oder noch besser, wir leben in getrennten Wohnungen und besuchen uns gegenseitig. Ich habe irgendwo gelesen, dass königliche Paare in getrennten Schlafzimmern schliefen. Also könnten wir sie übertreffen. Stell dir vor, welche Romantik, seine eigene Frau auf Dates zu besuchen. Cam lächelte unwillkürlich und versprach: Manuel, ich werde darüber nachdenken. Ich muss alle Argumente für den Verkauf dieser Wohnung und den Kauf einer neuen abwägen. Du verstehst sicher, dass man alle Nuancen berücksichtigen muss. Bitte dräng mich nicht auf eine schnelle Antwort. Natürlich, stimmte Manuel eilig zu und zog seine Frau allmählich mit, um ihre Laune auf einfache, aber effektive Weise zu verbessern. Er wiederholte immer wieder, dass er sich wünschte, bald Kinder zu bekommen. Cam träumte ebenfalls davon, ihm einen Sohn und dann eine Tochter oder umgekehrt zu schenken. Es war ihr egal, solange die Kinder gesund aufwuchsen. Doch die Schwangerschaft, die wenige Monate später eintrat, war für Carmens Körper eine schwere Belastung. Schon von Beginn an musste sie im Krankenhaus bleiben, um die Schwangerschaft zu erhalten. Als sie nach Hause durfte, merkte sie, dass Manuel sich immer weiter von ihr entfernte. Er übernachtete nicht jeden Tag in ihrer Wohnung und hatte stets verschiedene Ausreden für sein Verhalten parat. Süße, ich arbeite auch nachts, wenn es nötig ist. Stell dir vor, ich würde auf der Tastatur tippen und dich beim Schlafen stören. Wäre das richtig? Du musst dich ausruhen. Manchmal ignorierte er absichtlich ihre Zärtlichkeiten und sagte vorwurfsvoll: Cam, deine Hauptaufgabe ist jetzt, unser Baby zu tragen. Alle anderen Dummheiten könnten zu schlechten Folgen führen. Wir sollten uns ein wenig gedulden, auch wenn es mir schwer fällt. Manuel führte sie nach und nach zu der Überzeugung, dass sie die Wohnung doch verkaufen sollte. Denn dann, so sagte er, könnten sie in verschiedenen Zimmern schlafen. Stell dir vor, ich wäre immer in deiner Nähe. Du rufst mich und in einer Sekunde bin ich schon bei dir. Wenn Manuels Eltern zu Besuch kamen, zusammen oder einzeln, gab Cam sich große Mühe, den Eindruck zu erwecken,
dass alles zwischen ihr und ihrem Mann in bester Ordnung war, obwohl sie oft das Bedürfnis hatte, sich über seine Kälte zu beschweren. Nur ihren Freundinnen, die sie gelegentlich besuchten, vertraute sie sich an. Ich weiß, dass mir diese Schwangerschaft überhaupt nicht steht. Als ich im Krankenhaus lag, hörte ich, wie jemand sagte, dass das Mädchen der Mutter die Schönheit stiehlt. Jetzt bin ich selbst schockiert, wenn ich in den Spiegel schaue. Natürlich verstehe ich Manuel. Wer möchte schon mit so einer hässlichen Person zu tun haben? Ihre Freundinnen versicherten ihr einstimmig, dass sie sich selbst zu hart beurteile und dass die leichten Schwellungen sie überhaupt nicht entstellten. Aber Carmen blieb hartnäckig. Nein, meine Lieben. Danke für eure Unterstützung, aber ich sehe mich im Spiegel. Das ist einfach grauenhaft. Als Carmen ihren Freundinnen von der Idee erzählte, die Wohnung zu verkaufen, um eine größere zu kaufen, waren sie extrem überrascht. Viola, Agatha und Flora versuchten unisono und einzeln, sie davon zu überzeugen, dass der Verkauf ihres vorehelichen Eigentums ein unverzeihlicher Fehler wäre. Ihr solltet lieber einen Kredit mit Manuel aufnehmen, riet Agatha. Ihr könnt eure Wohnungen vermieten und so könnt ihr die Raten bezahlen. Denkt doch nach. Im Notfall müsstet ihr das gemeinsam Erwirtschaftete teilen. Carmen verzog das Gesicht, musste sich aber die Belehrungen ihrer Freundinnen anhören. Ja, genau, stimmte Flora Agatha zu. Ich könnte dir unzählige Beispiele nennen, bei denen Wohnungskonflikte Beziehungen zerstört haben. Viola schwieg meist, doch einmal wurde sie wütend. Verstehst du nicht, dass dein Manu es sich nur bequem gemacht hat? Er kann mal bei dir, mal bei sich oder bei seinen Eltern wohnen. So ein freier Wind. Wenn er ein echter Mann wäre, der Verantwortung für seine Familie übernimmt, hätte er ohne Ausflüchte vorgeschlagen, einen Kredit aufzunehmen, anstatt dich zum Verkauf deiner Wohnung zu drängen. Trotzdem, auch wenn sie im Inneren wusste, dass ihre Freundinnen ihr nur Gutes wünschten, glaubte Carmen weiterhin ihrem Mann. Manuel brachte immer neue Argumente. Verstehst du, bald beginnt ein völlig neuer, unbekannter Lebensabschnitt für uns. Ich denke, es wäre logisch, diesen an einem neuen Ort zu beginnen. An einem der Tage setzte sich der Mann mit einem geheimnisvollen Blick Carmelita an den Tisch, öffnete den Laptop und begann, Cottages unterschiedlicher Größe zu zeigen, während er erklärte. 20 Kilometer von der Stadt entfernt wird ein wunderschönes Dorf gebaut, die gesamte Infrastruktur ist bereits vorhanden. Zu meiner Arbeitsstelle geht es sogar schneller als von deiner Wohnung aus. Das Grundstück beim Haus ist nicht sehr groß, aber es reicht für einen Spielplatz und jede Menge Schönheit. Wir könnten sogar einen richtigen Hund halten, nicht so etwas wie das Missverständnis deiner Eltern, Loco. Stell dir vor, wie wunderbar es wäre, unsere Tochter an der frischen Luft großzuziehen. Der Preis ist derzeit noch nicht sehr hoch und es ist unsere Chance, eine gute Investition zu machen. Ich habe meine Wohnung bereits verkauft und bin bereit, in unser Traumhaus zu investieren. Lass uns den Ort und die Variante auswählen, die uns am meisten gefällt. Und wie viel kostet das kleinste Cottage mit Grundstück? Ich fragte Carmen und erschrak, als sie den Preis erfuhr. Das ist ja gar nicht günstig. Manuel zuckte mit den Schultern. Nun, leider wird das alles in Zukunft nur teurer, die Lage ist einfach zu praktisch. Die Leute werden bald nervös und die Preise schießen in die Höhe. Wir sollten zuschlagen, solange es noch geht. Aber mach dir keine Sorgen, deine Wohnung werden wir nicht anfassen. Ich werde selbst einen Weg finden, das Geld aufzutreiben. Manuel beendete seine Präsentation des Traumhauses mit einem zärtlichen Kuss und im Herzen seiner Frau kehrte Ruhe ein. Sie dachte, die Mädels haben sich geirrt, als sie meinem Mann verdächtigten, böse Absichten zu haben, er ist überhaupt nicht so. Hätte Carmen vorhersehen können, was als nächstes passieren würde, hätte sie Manuel von dem Kauf des Cottages abgeraten. Doch es kam so, dass die glückliche Phase einem endlosen Sumpf des Grauens wich. Mit Besorgnis beobachtete sie, wie Manuel von Tag zu Tag düsterer wurde. Eines Tages, als sie aus dem Krankenhaus nach Hause entkommen war, wo plötzlich das heiße Wasser ausgefallen war, um sich wenigstens zu Hause vernünftig zu waschen, hörte sie, wie ihr Mann offenbar zu ihrer Wohnung gekommen, um die Pflanzen zu gießen, laut und gereizt mit jemandem am Telefon sprach. »Ich habe doch gesagt,
dass alles gut wird. Gib mir Zeit. Ja, du bekommst dein Geld. Beruhige dich. Als ob er gespürt oder gehört hätte, wie seine Frau die Wohnung betrat, brach Manuel hastig das Gespräch ab. Alles klar, Ende. Carmen tat nicht so, als hätte sie nichts gehört und fragte. Manuel, reden wir offen. Um welches Geld ging es in dem Gespräch? Manuel wurde unruhig und besorgt. Solltest du nicht im Krankenhaus sein? Was ist passiert? Manuel, wechsle nicht das Thema. Ich bin nur hergekommen, um mich zu waschen. Alles ist in Ordnung. Bis auf das zufällig gehörte Gespräch, das mich beunruhigt. Manuel nahm seine Frau bei den Händen, sah ihr direkt in die Augen und begann zu erzählen. Bitte, Carm, sag nichts zu meinen Eltern. Ich will nicht, dass sie sich Sorgen machen. Ich wollte es dir verschweigen, aber ich kann deinem besorgten Blick nicht widerstehen. Carm, ich bin in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Kurz gesagt, ich muss dringend einer Gruppe einflussreicher Leute eine große Summe Geld zurückzahlen. Sie üben bereits Druck auf mich aus und drohen mir, wie es früher in Krisenzeiten üblich war. Ohne zu überlegen und ohne jemanden um Rat zu fragen, überwies Carmen alle gespartes Geld auf Manuels Konto. Doch als ihr klar wurde, dass diese Summe nicht ausreichte, seufzte sie und sagte: Such uns eine Mietwohnung und lass mich eine Vollmacht ausstellen, damit du meine Wohnung verkaufen kannst. Vor Freude küsste Manuel seine Frau und dann versprach er, dass sich die Lage bald bessern würde. Das Wichtigste ist, dass wir dank deiner Selbstaufopferung unser Cottage nicht verlieren. Ich werde die Schulden begleichen und mit der Renovierung beginnen. Bis unsere Familie wächst, werden wir bereits einziehen können. Manuels Zuversicht übertrug sich auf Carmen. Frisch geduscht und wohlriechend streckte sie sich selig auf ihrem vertrauten, bequemen Bett aus. Als dann der von Manuel gerufene Notar kam, hörte sie ruhig all seine Erklärungen an und unterschrieb ohne zu zögern dort, wo er es ihr sagte. Danach, erschöpft, aber zufrieden, ihren Mann gerettet zu haben, schlief Carmen ein. Manuel bereitete ihr das Mittagessen zu und brachte sie am Abend für die weiteren Behandlungen zurück ins Krankenhaus. Danke, Liebste, bedankte sich der Mann herzlich, als er sich vor der Tür des Krankenhauses von seiner Frau verabschiedete. In der Tasche ist ein Thermos mit Früchtetee, trink ihn, er ist vitaminreich mit Hagebutte. Ich habe ihn selbst nach einem Rezept aus dem Internet gekocht. Eingelullt von der Fürsorge ihres Mannes, der besonders liebevoll und aufmerksam war, wachte Carmen frühmorgens mit heftigen Bauchschmerzen auf. Trotz der Bemühungen der Ärzte konnte die Schwangerschaft nicht gerettet werden. Die Frau heulte vor Kummer und konnte sich nur mit Beruhigungsmitteln beruhigen, bis sie in Schluchzen überging. Wegen der aufgetretenen Komplikationen wurde Carmelita in ein anderes Krankenhaus verlegt, wo sie die nächsten 3 langen Wochen verbrachte. Die ganze Zeit wollte sie niemanden sehen und verbot sowohl ihren Freundinnen als auch ihrem Mann und seinen Eltern, zu ihr zu kommen. Der Krankenhauspsychologe, der viel Leid gesehen hatte, gab ihr die üblichen Empfehlungen. Doch diese halfen der Frau kein bisschen. Am Tag ihrer Entlassung holte Manuel Carmelita aus dem Krankenhaus ab und die Frau hörte kein einziges Vorwurfswort von ihm. Sie versuchte, tapfer zu bleiben, antwortete einsilbig auf die Fragen ihres Mannes und vergoss keine einzige Träne. Doch als Manuel ihr die Tür zu einer fremden Wohnung öffnete, in der Kisten mit ihren Sachen gestapelt waren, brach Carmen in Tränen aus. Sie beklagte alles auf einmal, ihre winzige Tochter, die die Welt nie erblickt hatte und nicht einmal als Mensch galt, sondern seltsam und gefühllos als Fötus bezeichnet wurde. Ihre Tränen flossen auch wegen der überstürzt verkauften Wohnung, in der sie so sorglos glücklich mit ihren geliebten Eltern gewesen war. Der Gedanke, dass fremde Hände ihre Sachen in Kisten gepackt hatten, löste bei Manuel einen weiteren Strom von Tränen aus. Manuel versuchte, seine Frau zu beruhigen, aber sie bat ihn, sie in Ruhe zu lassen und warf sich mit dem Gesicht nach unten auf das durchgelegene fremde Bett. Carm wollte nichts sagen und leere Worte zu hören, war für sie unerträglich. Die Tragödie, die sich ereignet hatte, schuf einen tiefen Graben zwischen den Ehepartnern. Die einst so stabile Beziehung zerbrach. Carmen wollte immer noch mit niemandem sprechen und bat telefonisch um Urlaub.
Ihre Chefin, die das Leid ihrer Angestellten verstand, kam ihr entgegen, warnte jedoch: Du hast einen Monat, um zur Arbeit zurückzukehren. Länger kann ich es nicht dulden, tut mir leid. Du verstehst sicher, es steht eine heiße Phase bevor und ich brauche das volle Team. Cam murmelte, dass sie es versuchen würde, und beendete das Gespräch. Ihre Schwiegermutter, die gerade zu Besuch war und das Gespräch mit angehört hatte, wollte ihre Schwiegertochter aufmuntern. Camelita, ich glaube, du liegst falsch. Im Gegenteil, du solltest mehr unter Leute gehen. Wenn du dich mit Arbeit beschäftigst, wird das Leid von dir weichen. Ja, was dir passiert ist, ist sehr ungerecht, aber du musst weiterleben. Reiß dich zusammen und mach weiter. Cam rief erbost: Senora Botella, Sie haben keine Ahnung, was für einen gefühllosen Unsinn Sie da reden, nur um etwas zu sagen. Manuel, der bemerkte, dass seine Mutter gekränkt war, versuchte die Situation zu entschärfen. Cam wollte wirklich nicht so schroff sein. Doch, das wollte ich sehr wohl, widersprach die wütende Frau. Warum glaubt Senora Botella, dass mir ihre dummen Belehrungen helfen würden? Für wen hält sie sich eigentlich? Dolores? Keine Antwort? Na also. Senora Botella schüttelte den Kopf und sagte: Gut, Manuel, ich sehe, deine Frau ist gar nicht froh, mich zu sehen. Ich werde besser gehen, um die Situation nicht zu verschärfen. Die Besucherin begann, sich mit traurigem Blick anzuziehen, und Manuel, der sah, wie absichtlich langsam seine Mutter sich bewegte, befahl seiner Frau: Cam, entschuldige dich sofort bei meiner Mutter. Du hast kein Recht, so unhöflich mit ihr zu sprechen. Sie will dir nur Gutes und du benimmst dich wie ein undankbares, verwöhntes Kind. Carmens Pupillen weiteten sich plötzlich, als hätte sie etwas Schreckliches gesehen. Sie sprang vom Bett auf dem sie gesessen hatte, rannte zu Manuel und begann, ihn für das verantwortlich zu machen, was ihr widerfahren war. Ich habe alles verstanden, du brauchst nicht länger so tun. Das ist alles deine Schuld. Wie konntest du nur? Carmens Stimme wurde immer lauter. Sie beschuldigte ihren Mann, dass er ihr etwas gegeben hatte, das in der Schwangerschaft kontraindiziert war und dass sie deshalb das Kind verloren habe. Ich gehe jetzt zur Polizei. Sie sollen herausfinden, warum unser Kind gestorben ist. Senora Botella versuchte, ihre Schwiegertochter zur Vernunft zu bringen. Gott, Carmelita, dein Verstand ist vor lauter Schmerz getrübt. Erinnerst du dich? Deine Schwangerschaft war von Anfang an problematisch. Manuel trifft keine Schuld. Doch alle Versuche waren vergeblich. Cam schrie weiter ihre Vorwürfe gegen ihren Mann. Manuel, warum hast du das getan? Hast du diese Gemeinheit nur des Geldes wegen begangen? Wie kannst du nur? Ich habe dir vertraut. Am Ende hielt Senora Botella die Angriffe auf ihren Sohn nicht mehr aus und befahl ihm: Manuel, ruf den Notarzt. Sag dem Disponenten, dass ein Team mit spezieller Ausbildung geschickt werden soll. Ich bin nicht verrückt geworden, schrie Cam. Und überhaupt, Manuel, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Na, das ist doch wunderbar, antwortete der Mann. Zieh Leine. Ich lasse mich von dir scheiden. Und denk daran, du wirst mit nichts dastehen. Überleg es dir gut und sei nicht dumm. Wohin willst du gehen? Auf der Straße leben? Mit deinem Aussehen würdest du jedenfalls gut dazu passen, aufgedunsen, mit kleinen Schlitzen statt Augen. Ein Wrack. Cam schnappte sich ihre Tasche mit den Papieren und das Telefon, warf sich über ihren Hausmäntel eine Daunenjacke, zog ihre gefütterten Stiefel über ihre bloßen, geschwollenen Füße, schubste ihre Schwiegermutter von der Tür weg, rannte ins Treppenhaus und eilte bald schon die Straße entlang, ohne auf den Weg zu achten. Hauptsache, weg von dem Menschen, den sie bis vor kurzem noch für das Zentrum ihres Universums gehalten hatte. Während sie rannte, schaltete Cam ihr unaufhörlich piependes Telefon aus und ihre Füße, die bereits die Januarkälte zu spüren bekamen, brachten sie wie von selbst zum Haus von Flora. Wie auf Bestellung musste sie nicht einmal an der Sprechinlage klingeln,
denn ihre Freundin kam gerade heraus und erschrak, als sie Carmelita sah. »Wie kommst du hierher?« Mit ihrem geübten Fotografenblick bemerkte Flora sofort die Merkwürdigkeit in Carmens Erscheinung. Sie nahm sie bei der Hand und zog sie mit sich. »Komm, ich habe gleich ein wichtiges Treffen, aber meine Mutter ist zu Hause. Sie wird dich aufwärmen und ich versuche, so schnell wie möglich zurück zu sein.« Carmen tat gehorsam alles, was Tante Nelly ihr sagte, trank ein großes Glas Kaffee mit Milch und legte sich dann brav auf das Sofa, wo sie plötzlich einschlief. Als die gequälte Frau wie aus einem dunklen Abgrund aus der erlösenden Vergessenheit auftauchte, saß ihre Freundin bereits neben ihr. Nach und nach, bemüht, nicht hysterisch zu werden, erzählte Carmen den Menschen, denen sie vertraute, von ihren Verdächtigungen und erhielt die so dringend benötigte Unterstützung. Nach den Gerichtsverhandlungen blieb die Frau praktisch mittellos zurück. Das angeblich von Manuel gekaufte Haus war auf einen anderen Namen eingetragen und das Geld, das Carmen ihrem Mann überwiesen hatte, betrachtete der Richter auf seltsame Weise als Rückzahlung einer Schuld. Agatha, die ihre Freundin nach der Verhandlung unterstützte, brummte: »Keine Sorge, wir legen Berufung ein.« Diesen Satz hörte Senora Botella, die den Tempel der modernen Justiz nicht nur blind, sondern offenbar auch taub besucht hatte, und erklärte laut: »Legt Berufung ein, wohin ihr wollt, aber das Geld könnt ihr gleich vergessen. Ich habe solche Beziehungen, die man nicht einmal mit einer Keule durchbrechen kann.« Manuel, der seine Ex-Frau verächtlich ansah, fügte gehässig hinzu: »Ich habe dich gewarnt, dich von der Scheidung fernzuhalten. Siehst du, ich habe mein Versprechen gehalten, ich habe dich praktisch ohne einen Cent zurückgelesen.« »Hör auf, mit dir zu reden, eh«, sagte Senora Botella und hakte sich bei Manuel ein, um ihn wegzuführen. Die Freundinnen, die sich in Floras und ihrer Mutter Wohnung versammelt hatten, unterstützten Carmelita, so gut sie konnten. Tante Nelly schlug vor: »Hör zu, du könntest vorerst hier wohnen.« »Ja, Mama hat recht, eh«, stimmte Flora zu. »Außerdem wurde ich zu einem Praktikum eingeladen und in ein paar Monaten fliege ich weg. Du kannst dich also hier einrichten und ich denke, mit dir wird es meiner Mutter auch unterhaltsamer.« Nach und nach kehrte Carmen ins Leben zurück, schüttelte den Aschehaufen ihrer verbrannten Träume von familiärem Glück mit Manuel aus ihren Gedanken und ihrer Seele. Trotz der Bitten der Vorgesetzten kündigte sie ihre Stelle in der Konditorei, um unangenehme Erinnerungen zu vermeiden. Tante Nelly half der Freundin ihrer Tochter, eine Stelle im College zu bekommen, die keine pädagogische Ausbildung erforderte. Dabei sagte sie Carmen immer wieder: »Es wird alles gut, ruhe dich aus, komme zu dir. Und dann wirst du das tun, wonach dir der Sinn steht.« Manuels erster Schritt zur Genesung war eine Torte, die sie auf eigene Initiative zum Geburtstag einer der ältesten Lehrerinnen des Colleges zubereitete. Tante Nelly hatte nur angedeutet, dass diese Frau Süßigkeiten liebte. Doch das genügte, um Carmens kreative Natur wieder nach einem neuen Leben streben zu lassen. Vor allem, weil Menschen um sie herum waren, die bereit waren, sie zu unterstützen. Von einigen von ihnen hätte sie niemals Hilfe erwartet, und das war besonders wertvoll und angenehm. In den 6 Monaten nach der Scheidung dachte Manuel fast nicht mehr an Carmelita. Genauer gesagt, wenn er das Landhaus ansah, das zwar auf leicht betrügerische Weise, aber doch in seinem Besitz gelangt war, und die Summe, die auf seinem Konto gelandet war, verspürte er tiefe Zufriedenheit über seine Gerissenheit und die List seiner Mutter. Schließlich war es Senora Botella, die ihm eine so passende Braut gefunden hatte, die außer ihren einfältigen Freundinnen niemanden auf der ganzen Welt hatte. Ein wahres Wunder. Wäre da nicht die Tragödie mit dem ungeborenen Kind gewesen, hätte man vielleicht noch eine Weile mit ihr zusammenleben können. Aber nach dem Verlust des Babys schien Carmen den Verstand verloren zu haben und beschuldigte ihn völlig grundlos. Natürlich hatte er nie besonders viel Liebe für sie empfunden, aber der Verdacht, er habe sie vergiftet, ging weit über das Vernünftige hinaus. Mit einer solchen Frau konnte man nicht weiter zusammenleben. Das Geld, das er seiner naiven Ex-Frau durch Betrug abgeluchst hatte, versuchte Manuel nicht unüberlegt auszugeben. Seine Mutter hatte ihn gewarnt und er hatte inzwischen selbst verstanden, dass es teuer war, ein Haus in einer Villensödlung zu unterhalten. Es bedeutete also,
dass er eine dauerhafte Einnahmequelle finden musste, am besten ohne selbst arbeiten zu müssen. Vor kurzem hatte er das Angebot erhalten, Kapital in ein Geschäft zu investieren, das stabile und hohe Erträge versprach. Das Geschäft war neu für Manuel, aber voller Ambitionen beschloss er, entschlossen vorzugehen. Die Verhandlungen führte zunächst ein Vermittler, aber Manuel, der seinen Wert steigern wollte, forderte, dass jemand, der befugt war, Entscheidungen zu treffen, kommen sollte, um alle Details mit ihm zu besprechen. Nach einer Pause stimmte der potenzielle Partner zu. Beseelt von den Perspektiven, die sich ihm eröffneten, wenn die Zusammenarbeit zustande käme, parkte Manuel schwungvoll vor dem Restaurant, wo das Treffen stattfinden sollte. Nachdem er sein Aussehen in einem großen Spiegel am Eingang überprüft hatte, betrat er den Restaurantbereich, schaute sich um und entdeckte eine hinreißende Frau. Ach, wenn ich nicht verabredet wäre, dachte Manuel, würde ich sicher zu ihr gehen und versuchen, ein Abenteuer anzufangen. Die Frau schien seinen hungrigen, forschenden Blick zu spüren und drehte sich um. Manuel wäre fast umgefallen vor Überraschung. Es stellte sich heraus, dass er davon geträumt hatte, seine eigene Ex-Frau kennenzulernen. Einfach wegzulaufen erschien ihm unpassend, also ging er auf Carmen zu, erfüllt von den widersprüchlichsten Gefühlen. Hallo, Carmen. Was für ein Zufall. Die Preise hier sind ziemlich hoch. Soweit ich mich erinnere, hast du nicht viel übrig? Carmen antwortete nicht freundlich auf diese versteckte Unhöflichkeit, sondern schnappte zurück. Ja, danke, dass du dich erinnerst, wie du mich völlig ausgeplündert hast und es auch noch zugibst, sagte sie, und ein grausames Lächeln erschien auf Manuels Gesicht, das sich schnell in ein leichtes Lächeln verwandelte, als sie hinter ihn blickte. Instinktiv drehte sich Manuel um zu sehen, wer ihr Freude bereitete, und war zum zweiten Mal in den letzten Minuten überrascht. Senor Botella deutete auf einen Stuhl und befahl: Hallo, mein Sohn. Setz dich auf den Stuhl gegenüber von Manuel. Ich bin anstelle der Person gekommen, die du bei dem Treffen erwartet hast. Als der erschütterte Manuel, aus dem der ganze Enthusiasmus entwichen zu sein schien, sich auf den angewiesenen Platz setzte, fuhr Senor Botella fort. Also, mein Sohn, ich mache es kurz. Du wirst jetzt sofort den gesamten Schaden, den du Carmen zugefügt hast, wiedergutmüfen. Mit einer moralischen Entschädigung, versteht sich. Manuel versuchte zu widersprechen. Ich weiß nicht, was dir Carmelita erzählt hat, aber es ist alles eine Lüge. Wenn man ihr zuhört, bin ich ein Giftmischer. Er warf einen wütenden Blick auf seine Ex-Frau und fügte hinzu, während er sie ansprach: Sag lieber Danke, dass ich dich nicht wegen Verleumdung angezeigt habe, sonst. Senor Botella unterbrach ihn und ließ seinen Sohn nicht zu Ende sprechen. Benehme dich ruhig, Manuel. Selbst wenn Carmen mir nichts erzählt hätte, wüsste ich trotzdem alles. Mein Junge, ich habe es natürlich auch herausgefunden. Es ist eine Schande, von Bekannten zu hören, wie mein Sohn auf den Ruinen triumphiert, in denen er seine Frau zurückgelassen hat. Zum Glück habe ich noch viele Bekannte in dieser Stadt, und wie du weißt, kommt alles Verborgene immer ans Licht. Ich habe deine Freunde gefunden. Es tut mir sehr weh, dass mein Sohn einen so unschönen Betrug durchgezogen hat, indem er einen völlig unschuldigen Menschen verraten hat. Ich hoffe, du verstehst, dass du gegen meine Verbindungen nicht ankommen wirst? Manuel nickte widerwillig und Senor Botella beendete seine Rede. Also, ich werde einen Monat in der Stadt bleiben. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass Carmen alles bekommt, was ihr zusteht. Und wage es nicht, Schlupflöcher oder Umwege zu suchen, die es dir ermöglichen, dir irgendetwas anzueignen. Verhalte dich wie ein ehrlicher Mann. Der Sohn wagte es nicht einmal, den Kopf zu heben. Seine Mutter hatte ihm vollkommene Unantastbarkeit und den Sieg vor Gericht versprochen. Doch niemand hatte daran gedacht, dass sich Bernardo einmischen würde. Die Geschichte des Ex-Schwiegervaters mit Carmen war recht banal. An dem Tag, an dem das Mädchen das Dokument für ihre freiwillige Kündigung unterschreiben wollte, betrat Bernardo zufällig die Konditorei. Man hatte es freundlicherweise vergessen, ihm mitzuteilen, dass sein Sohn sich scheiden lassen wollte. Der Mann wollte nur ein paar leckere Kuchen kaufen, doch vor ihm entfaltete sich ein herzzerreißendes Bild.
Carmen aufgedunsen und erschöpft, die vor kurzem noch glücklich und gepflegt war. Ja, die Schwangerschaft war für sie schwer, aber nicht so sehr. Anfangs begegnete das Mädchen ihrem ehemaligen Schwiegervater misstrauisch. Sie dachte, er wolle sich über sie lustig machen, besonders wenn man daran dachte, wie sich Dolores' Haltung ihr gegenüber so plötzlich verändert hatte. Aber nein. Schnell stellte sich heraus, dass man dem Mann überhaupt nichts erzählt hatte. Mit jedem neuen Detail von Manuel gingen Bernardos Augenbrauen immer weiter nach oben. So einen Sohn hatte er also großgezogen? Und Dolores, was ging nur in ihrem Kopf vor? Wie konnte man ein schwaches, wehrloses Mädchen in einer so prekären Situation im Stich lassen? Sofort wurde klar, warum sie Bernardo nichts erzählt hatten. Sie ahnten wohl, wie er auf solch einen Frevel reagieren würde. Sie haben sich also vor mir gefürchtet, eh sagte der Mann nachdenklich, während er sein Kinn rieb. Sie hatten Angst und zogen den Schwanz ein. Aber keine Sorge, Mädchen, wir zeigen es ihnen noch. Ich habe ein paar bekannte Leute, wir kriegen das hin. Nach diesem Treffen ließ Bernardo das Mädchen nicht mit ihrem Problem allein. Er beglich ihren Kredit, den sie für Anwaltskosten aufgenommen hatte, und schickte ihr manchmal kleine Geldbeträge. Größere Summen lehnte sie einfach ab. 3 Monate später stellte er sie der Tochter eines alten Freundes vor. Emilia betrieb eine kleine Konditorei und suchte dringend eine neue Mitarbeiterin. Zunächst weigerte sich Carmen. Sie wollte nicht in die Vergangenheit zurückkehren, aber bald gab sie nach. Emilia bot ein höheres Gehalt und flexiblere Arbeitszeiten an. Und es stellte sich heraus, dass es eine gute Entscheidung war. Ja, anfangs fiel es ihr schwer, in der Küche Schritt zu halten, aber sie gewöhnte sich daran. Carmen brachte ihren Kollegen viel bei und sogar der jungen Chefin selbst, sodass sie nach nur wenigen Monaten zur Geschäftsführerin aufstieg. In der Zwischenzeit forschte Bernardo weiter. Er fand schnell heraus, durch wen sein Sohn all die Machenschaften durchgeführt hatte. Besonders interessierte ihn der Richter, der die an Manuel gezahlten Gelder als Rückzahlung eines Darlehens ihr anerkannte. Außerdem fand der Mann einen Weg, das Cottage als gemeinsames Eigentum anerkennen zu lassen. Und so, nach 6 Monaten geheimer Verhandlungen und der ruhigen Neuordnung von Manuels Leben, saßen sie in einem Restaurant. »Wie hast du es damals gesagt, Manuel?« Ekam lächelte verführerisch, als sie sah, wie verwirrt ihr Ex-Mann war. »Sollen sie doch Kuchen essen?« Manuel und Senora Botella waren schockiert, dass sie dem naiven Waisenkind alles zurückgeben mussten, was sie ihr weggenommen hatten. Und wäre es nur das gewesen? Dank Bernardos Hilfe hatte die Ölschlange ihr plötzlich auch noch das Recht auf einen Teil des Cottages erlangt. »Schande!« »Schmutz«, erschrie die Frau mitten im Gerichtssaal, als sie das Urteil des Richters hörte. »Wir haben die Schlange an unserer Brust genährt und sie hat meinen Sohn zuerst als Vergifter bezeichnet und jetzt nimmt sie uns das Haus weg.« »Verdammt sollst du sein!« »Gut, dass du das Kind nicht ausgetragen hast. Es wäre ein genauso schreckliches Monster gewesen.« Jeanne hatte sicherlich eine Menge Kontakte. Aber gegen den berühmten Anwalt Bernardo Botella wagten sie es nicht, anzutreten. Letztendlich konnte Carmen dank der Hilfe großzügiger Menschen aus der schwierigen Situation herauskommen, in die sie gegen ihren Willen geraten war. Denn sogar unsterbliche Phönixe brauchen manchmal Unterstützung. Wenn Ihnen die Geschichte gefallen hat, geben Sie bitte einen Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal.